Computerlogbuch der ultimativen Lebensform. Es ist der 28. Februar um 22.19 Uhr. In der letzten Stunde habe ich 5 Sternensysteme unter meine Kontrolle gebracht, einen Titan gebaut, alle 3 Helden der Sternenflotte in den Kampf gerufen und begonnen, meine Grenzen zu festigen. Und ich starte jetzt den Timer für diese Folge. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Armada 3. Ich benötige hier auf jeden Fall, obwohl hier eigentlich weniger. Wie sieht's mal hier mit einer Sternenbasis aus? Ich sollte vielleicht die Notfalldinger. Ich meine, so weit wird es hoffentlich nie kommen. Wenn es so weit kommt, kann ich im Prinzip einfach aufgeben, aber es sollte nicht so weit kommen. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade gar nicht gegen das Mikro gekommen, aber es ist jetzt erstmal egal. Erstmal eine Sternenbasis hochziehen. Die erste Aufnahme hat soweit gut geklappt. Ich muss gestehen, als ich hier gegen die Piraten gekämpft habe, wirklich überlegt. Ich glaube, das hat man vielleicht auch gemerkt, weil ich da plötzlich so still war. Ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht einfach die Aufnahme abbrechen soll und dann einfach nochmal neu anfangen soll gegen eine KI auf leicht. Mit dem Risiko, dass die Piraten dann meinen Job machen. Aber dann haben wir gewonnen und ja. Also so würde ich sagen, wir benötigen auf jeden Fall mehr normale Dinger. Da benötigen wir erstmal nicht mehr, aber hier. Ich glaube, hier sind wir noch viel zu schwach. Unsere beiden Grenzplaneten. Es ist immer gut, wenn man sich auf möglichst wenige Planeten begrenzen kann, was Frontlinien angeht. So sollten wir auf jeden Fall jetzt erstmal verstärken, dass da wirklich auch nichts durchkommt. Und vielleicht in der Zwischenzeit auch mal eine Flotte aufstellen und dann alle überrollen. Ich muss auch sagen, in der einen Stunde, das hat knapp 100 GB an Videomaterial. Also, es ist schon sehr respektabel, aber ich habe halt einige Male festgestellt, das hat man bei Prototype sehr gut gesehen bei dem Spiel am Ende. Da muss ich den Bosskampf nochmal speziell als eigenes Video aufnehmen. Weil mir die Platte vollgelaufen ist, weil ich einfach zu lange aufnehme. Und 400 GB laufen bei Fraps irgendwann auch mal voll. Wie sieht's aus? Ich benötige auf jeden Fall mehr Metall. Ich nenn's Metall, auch wenn es Tritanium heißt. Ich habe übrigens noch keine Kommentare gelesen, falls irgendwelche gepostet werden an irgendeinem Punkt in der nächsten Zeit. Nur zur Information, zum Zeitpunkt, dass ich dieses Video aufnehme, habe ich so ungefähr 170 Abonnenten, also ich erwarte nicht großartig Kommentare. Wenn ihr dieses Video in 5 Jahren seht und ich ein paar Abonnenten mehr habe und vielleicht auch mehr Kommentare kriege, dann könnt ihr diese Aussage ignorieren. Was heißt Galvanov? Und vor allem, warum steht das da? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich meine, ich könnte jetzt auf Verschwörungstheorien eingehen, aber nein. So, ich könnte vielleicht auch mal die Waffensysteme und die strukturelle Integrität, was alles hochwissenschaftlich klingt, ein bisschen erhöhen. Immerhin bei den beiden Sternbasen, die an der Frontlinie liegen. Und ja, wie gesagt, ich möchte zuerst die Romulaner auslöschen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Romulaner und die Klingonen sind im Moment im Krieg. Ich könnte mich natürlich irren. Also beide sind noch am Leben. Das ist schon einmal gut soweit. Ich bin Platz 1, was Verteidigung angeht. Ökonomie bin ich generell auch recht gut dabei. Diplomatie bin ich aus irgendeinem Grund Platz 1, weil ich voll viel Diplomatie tue. Die sind irgendwie schon ein bisschen doof. Was ich auf jeden Fall machen sollte, ist das hier. Und zwar meinen chronischen Ressourcenmangel ein bisschen entgegenzuwirken. Gerade Metall dürfte dann ein bisschen weniger problematisch werden, weil die ersten Forschungen geben nicht so viel, aber die letzte, so bis zu 60% mehr, das ist schon sehr geil. Und Ressourcen benötigen wir wirklich in allen Mengen, die wir kriegen können. So, die schickt jetzt auch, ja. Apropos, habe ich... Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Doch, hier habe ich Handelsdinger. Das ist gut.
Wie sieht's aus? Das lässt sich mal erforschen. Wenigstens setzt dieses Spiel kein Limit darauf, wie man viel Dilithium man bekommen kann. Siehe Star Trek Online. Also, was heißt, man bekommt rot Dilithium hinterhergeworfen, aber das Ganze mal zu nutzen, weil man es erstmal raffinieren muss. Ja, einfach nur geil. Ich verstehe auch eigentlich, ich finde, Star Trek Online benötigt eigentlich keine künstlichen Bremsen. Ich glaube, das ist aber eher, damit man halt täglich wiederkommt und täglich so ein bisschen spielt. Ich weiß nicht, inwieweit das Perfect World Entertainment mehr bringt. Aber ich meine, wenigstens bevorzugen sie da die Goldmitglieder nicht so wirklich stark. Die haben zwar ein paar Vorteile, aber die können grundlegend nicht wirklich mehr raffinieren pro Tag. Die haben da nur ein paar Komfortfunktionen. Sollte ich vielleicht mal auf Zivilsachen gehen? Bringt das was? Ich wüsste gerne, ob das irgendwas... Ich meine, Wurmloch... Ja, was soll ich mit dem Wurmloch, frage ich mich dann. Das hier könnte etwas bringen, ich weiß jetzt nicht. Ihr müsst mir vielleicht die erfahrenen Zins-Spieler von unter euch... Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob das irgendwas bringt, die Handelsschiffe zu verbessern? Hat das irgendeinen spürbaren Einfluss? Ich meine, irgendwann mache ich es eigentlich immer, aber... Oh, die... Pff, okay... Ich glaube, der Romulaner ist angepisst, was den Klingonen angeht, weil der anscheinend ein richtig großes Kopfgeld auf den gesetzt hat. Ich habe nämlich nichts hinzugefügt dazu. Also es würde mich nicht wundern, wenn der Klingone demnächst einfach weg ist wegen Piratenangriffe. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass wir von den Klingonen noch nicht wirklich was gesehen haben. Aber solange sie nicht mit dem Titan kommen... Okay, letztes Schild-Upgrade, das sollte ich mir holen. Solange sie nicht mit dem Titan kommen... Das wäre ein bisschen scheiße. Ganz offen gesagt. Wie gesagt, das Ding ist eine Bombe. Vermutlich mitentwickelt von Al-Qaida. Und ich glaube, ganz ehrlich, das Ding... Ich meine, man kann es nur einmal benutzen und danach muss man es neu bauen. Und man kann nur einen Titan gleichzeitig haben. Das heißt, man muss wirklich... Man kann es nicht ständig machen. Man kann keine Schiffe voraus bauen. Aber... Man schickt einfach irgendwo hin, detoniert den. Man ist praktisch ein Joker, wenn man eine übermäßig große Flotte loswerden muss. So, verbesserte Phaser wären auch gut. Und vielleicht sollte ich mal meine Torpedos auch ein bisschen verbessern. Aber erstmal Schilde. Schilde wären super. Und habe ich die Akira-Klasse? Wieso habe ich die Akira-Klasse noch nicht? Wieso bin ich so doof? Wieso habe ich das noch nicht gemacht? Ich hätte das eigentlich schon längst tun sollen. So. Übrigens kann man in Sternenbasen auch hier kleine Werften einbauen. Ich werde vielleicht hier noch so was mit einer kleinen und einer großen Werft machen, damit ich alle Schiffe da bauen kann. Bis auf die Titanen. Aber da braucht man wirklich nur eine Fabrik von, weil der wird selten zerstört. Und selbst wenn, heißt das noch lange nicht, dass man ihn nicht ganz in Ruhe ersetzen kann. Also wirklich viel gebracht hat es noch nicht, weil mit dem Metallding, weil, naja, ich sollte vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich würde sagen, ich ziehe meine Flotte da ab und ich glaube, ich dann zerstöre ich die Piratenbasis, weil die Piratenbasis hat einen Credit-Bonus, abgesehen davon. Dann habe ich die Piraten erledigt. Das ist natürlich dann auch eine Ablenkung weniger, die ich bei anderen Völkern habe, aber immerhin. Ich meine, die werden auch so noch sich genug gegenseitig umbringen können. Ich meine, ab irgendeinem Punkt in Star Trek waren die Klingonen und die Romulaner auch mal Best Friends Forever, aber... Das konnte eigentlich gar nicht lange funktionieren, weil das einfach komplett unterschiedliche Kulturen sind. Romulaner sind ja mehr so geheimnistuerisch und ja, Täuschung und sowas. Die Klingonen hier Ehre und sowas. Das passt eigentlich gar nicht. Also ich frage mich echt, wie das halten konnte. Naja, nein, ich will das gar nicht. Ich meine, es wäre vielleicht besser. Es wäre besser. Ich sollte es tun.
Und hier würde sich vielleicht ein Außenposten lohnen. Nicht genug, ja. Außenposten, da kann ich auch ein Handelsding reinbauen, um mal ein bisschen mehr Credits zu generieren, aber es ist halt billiger. Und das heißt einfach, ich meine, es hat ein paar Verteidigungsfähigkeiten, aber ganz ehrlich, wenn die bis da hinten kommen, dann habe ich sowieso schon verloren, weil die dann mein, hier, mein Capital inzwischen dann auch schon ausgelöscht haben. Ich sollte aber, muss aber dann noch extra erforschen, hier, Outpost Construction. Grundsätzlich, wenn ihr Frontlinien sichern wollt, benutzt ihr bitte Sternbasen. Dazwischen könnt ihr eigentlich auch sehr gut, oder für weniger wichtigere Orte, wo ihr überhaupt gerne Handel haben wollt, oder das ist sehr wichtig bei Orten, wo ihr nicht kolonisieren wird, das heißt, da könnt ihr dann nur über Außenposten und Sternbasen Handelsdinger platzieren. Dann könnt ihr Außenposten benutzen, macht dann auch keinen Unterschied, ist halt nur billiger für euch. Das Schiff dürfte eigentlich gleich explodieren. Warum tut es das nicht? Artefakte. Wieso habe ich eigentlich noch nicht meinen meine Planeten mal ein bisschen unter die Lupe genommen? Nicht, dass da noch irgendwas liegt, was hilfreich wäre. Nicht einmal notwendigerweise ein Artefakt, aber es gibt ja auch so Boni, die dann versteckt sind. Da ist definitiv ein Artefakt. Aber ich bin gerade ein bisschen irritiert. Weil ich... Ach, ich Idiot. Wieso bin ich eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir auf der Gateway-Map spielen? Also ich glaube, da habt ihr euch wahrscheinlich im ersten Part auch gedacht, wovon redet der eigentlich? Aber eigentlich war ich die ganze Zeit auf einer zufälligen Map. Ich dachte mir die ganze Zeit so, wo ist denn Gateway? Also dieser Planet. Es gibt ja einen Planet, der extra so heißt. Ich dachte mir die ganze Zeit so, die Piratenbasis, alles klar. Ich bin auch ein bisschen doof manchmal. Das sage ich jetzt ganz offen. Gebe ich auch offen zu. Kein Grund, das zu verstecken. Ich stehe dazu. Verbesserte Torpedos, bitte. Ich habe immer noch nicht die Akira-Klasse. So, Akira-Klasse. Ich will die haben. Fuck what everyone else says. Warp 9. Wieso kann Picard nicht einfach mal was sagen? Was kann der überhaupt? Oh, stimmt, der kann ja Verstärkung rufen. Stimmt, das ist ja seine neue Fähigkeit. Also ich bin doch die Version gewohnt von... Oh, fuck. Wie geil ist das denn bitte? Klar, warum denn nicht? Ruf doch einfach mal ein paar, so ein Dutzend Schiffe dazu. Das ist doch geil, da lohnt sich das auch mal hier. Nein, nicht das. Wo ist das? Also das Ding für die Miranda-Klasse und das hier für die Norway-Klasse einfach mal zu erforschen. Moment, was habe ich bei Fleet Coherence? Da müsste ich doch eigentlich eingestellt haben, dass die nah beieinander bleiben sollen. Tun sie hoffentlich auch. Aber es hat mich Ressourcen gekostet, jetzt die Schiffe zu rufen. So ist es nicht. Also es ist kein Cheat oder sowas. Auch nicht OP. Ich weiß, dass die Vasari das über ihr spezielles Ding konnten. Die hatten ja, also beim originalen Sins, das haben die bei den Borg auch mit eingebracht. Es gab da so eine Station und wenn man halt so eine Station gebaut hat und irgendwo anders hier im Sternsystem auf einem anderen Planeten auch so eine, konnte man zwischen diesen Stationen hin und her reisen, als ob da eine Phasenlinie wäre. Zum Beispiel könnte ich da eine hinsetzen und da und könnte dann einfach zwischen denen hin und her reisen. Und man konnte darüber auch halt Verstärkung rufen. Das weiß ich noch. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die Borg auch Verstärkung rufen könnten. Ich glaube, das wäre ein bisschen OP, wenn die das könnten, weil die einfach so schon sehr stark sind. Aber... Boah, ich wüsste auch nicht, warum nicht. Ich sollte vielleicht mal meinen Aufklärer durchschicken. Da sollte man vielleicht mal was tun. So, zwei Schiffe der Akira-Klasse. Credits Technik sieht auch gut aus. Ich sollte vielleicht auch mal meinen Außenposten bauen. Den habe ich doch wahrscheinlich schon. So, genau. Deploy Regular Type.
Outpost, also Kahn! Ich kann jetzt hier nicht groß schreien, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht durch das gesamte Haus brüllen. Was ist das denn hier? Oh! Akira-Klasse Upgrade! Ja, bitte! Aber sowas von. Wie ich das haben möchte. Da ist meine Werft. Guckt es euch an. Die Akira-Klasse ist schon ein sehr cooles Schiff, muss ich sagen. Ist, glaube ich, auch mehr so ein wirklich ein Torpedokreuzer, der halt sein Augenmerk auf Torpedos legt. Leider finde ich viel zu wenig aufgetaucht. Ich weiß ja, ist der in Deep Space Nine drin gewesen? Also ich weiß, dass der bei First Contact war, dieses Schiff zu sehen. Und in mindestens einer Folge von Voyager. Ich denke mal sogar auch am Ende. Also denke mal mindestens zwei. Aber sonst war die bei Deep Space Nine? Ich meine, da gab es so viele Raumschlachten, aber da hatten die auch so viele alte Schiffe noch. Also wirklich so Schiffe, wo ich mir dachte, wieso schickt ihr, warum? Das ist im Prinzip jede auf Bord des Schiffes ist zum Tode verurteilt, wenn ihr den irgendwo hinschickt. Die sterben sofort. Also wir müssen euch mal ein paar Szenen aus Deep Space Nine, aus den Kampfszenen angucken, wenn ihr sie nicht kennt. Aber das ist einfach nur tot. Stratonef. Was ist Stratonef? Kann jemand von euch Russisch? Jedenfalls klingt das für mich Russisch. Ohne rassistisch sein zu wollen. So, da läuft das gerade. Battle Refit. Nebula-Klasse. Nee, ich. Wo Nebula-Klasse, Phoenix-Klasse wäre vielleicht hilfreich, aber auch irgendwie, keine Ahnung. Curry-Klasse. Das verstehe ich ganz ehrlich nicht. Ich glaube, das ist aber auch eher von den Modern. Ich kann mich nicht erinnern, dass es halt bei Star Trek je eine solche Schiffsklasse gab. Aber wieso nennt man eine Schiffsklasse Curry? Das kann ich nicht ernst nehmen. Ich überlege jetzt wirklich zur Piratenbasis zu gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Die sind mir zu. Ich speichere vorher für den Fall, dass das schrecklich schief geht. Sind die Akiras dabei? Ja, die Akiras sind dabei. Da sind sie. Hallo. Mit dem Refit. Alles klar. Und bitte baut mal die Torpedos aus. Das sieht doch schon soweit recht gut aus. So, irgendwie müssen die sich noch hier richtig gruppieren. Also zu Teil ist die KI ein bisschen doof. Engage. Ich glaube, das ist unser erster großer Angriff. Ich meine, leider auf einer Piratenbasis, aber immerhin. Da werden wir die los. Approaching Frayin? Was ist Frayin? Wow, ein. Ja, Shrike-Klasse. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da sind Waffenplattformen der Klingonen. Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist noch von. Ist das ein Adventure von den. Ja, das sieht ganz klar Sins of a Solar Empire aus. Also nach dem Original. Einfach mal das Modell drin gelassen und als Orion-Schiff verkauft. Aber es ist nicht wirklich eine Gefahr. Das ist der Beweis, solche Star Trek-Schiffe sind besser als Sins of a Solar Empire-Schiffe. Wobei, ich glaube, das ist kein Kampf, den alle sehen möchten. Es gibt ja so ein paar Fun-Videos zu Star Trek vs. Star Wars und Star Trek vs. Babylon 5, die auch zum Teil sehr lustig sind, aber ich finde halt diese Diskussion ein bisschen doof. Grundsätzlich, so wie es beschrieben wird, sind eigentlich Star Trek-Schiffe technisch Star Wars-Schiffen überlegen, aber andererseits haben die auch den Todesstern. Und ganz ehrlich, Star Wars ist trotzdem, also zumindest die alte Trilogie ist auch trotzdem super. Und ich verstehe immer noch nicht, wieso es heute so viele, gerade so in meinem Alter gibt, die das nicht kennen und nicht wissen, wer Meister Yoda ist. Ganz ehrlich, wenn ihr das nicht wisst,
Dann guckt jetzt sofort alle drei alten Star Wars Filme. Das sind 4, 5 und 6. Nicht von der Nummerierung irritieren lassen. Und guckt die am Stück als Marathon durch. Sonst habt ihr Bildungslücken. So, also ich glaube im Moment gewinne ich, aber andererseits... Was machen diese hier eigentlich? Die könnten sich auch mal schlau anstellen, aber das tun sie nicht. Muss Schiffslots haben. Ich meine, das wäre eigentlich super eine Quick-Build-Ability. Ich überlege, ich glaube, ich ziehe mich zurück, weil ganz ehrlich, das ist mir zu doof mit diesen Verteidigungsplattformen. Andererseits würde ich schon gerne diesen Planeten zerstören. Was heißt zerstören? Ich habe hier einen Todesstern, aber ihr wisst, was ich hier meine. Wie sieht's aus? Ah, one unspent ability point. Jetzt ernsthaft? Der Kobomit-Reflektor aus dem... Ah! Awesome. Das ist richtig geil. Oh, die Romulaner waren fleißig. Ich sollte wirklich diesen Planeten übernehmen. Aber auf der anderen Seite... Nee, ich lasse die Piraten jetzt erstmal noch Piraten sein. Ich muss eigentlich wirklich nur hier, hier und hier hin. Weil, wenn ich den romulanischen Hauptplaneten zerstöre, dann sind die restlichen Romulaner eigentlich passiv. Was ich aber auf jeden Fall noch tun sollte, ist meine Flotte wirklich verbessern und sehr viel Forschung betreiben, was das hier alles angeht. Also verbesserte Warpkerne schon mal, verbesserte Pulsphaser. Oh, Feuerfrequenz. Alles klar. Credits technisch sieht es sehr gut aus. Rohstofftechnisch eigentlich auch. Muss ich dazu sagen. Ich bin beeindruckt. Kann ich auch irgendwo eine zivile Forschungsstation hinklatschen? Ja, kann ich. Alles klar. Dann kann ich nämlich die hier noch. Damit ich noch wirklich mein Dilithium-Monopol ein bisschen besser ausnutzen kann. So, war mal ein kleiner Kampf. Ein paar Piraten getötet. Ein paar nicht wirklich bedeutende Verluste. Ich habe mein Schiff ein bisschen gelevelt. Und es ist nicht unglaublich schief gegangen, auch wenn ich nicht mein Ziel erreicht habe. 15 Waffenplattformen. Ja, also die klingonischen Waffenplattformen sind schon sehr heftig. Finde ich zumindest. Also die haben nur eine Plattform anstatt diese zwei Typen. Aber dafür sind die auch relativ stark und relativ billig, glaube ich, auch noch. Ich habe nur einmal als Klingone kurz gespielt, aber... Ganz ehrlich, ich finde diesen Baum hier noch ein bisschen nutzlos, weil man dafür wirklich Pakte haben muss. Also ich glaube, wenn wir gegen die Borg spielen, wird das was bringen. Aber sonst... Wüsste ich eigentlich nicht wie. Was ist das hier eigentlich? Das verstehe ich nicht. Verringert das einfach nur die Forschungszeit oder funktionieren denn wirklich wie Labore? Das wäre nämlich ziemlich overpowered, wenn es so wäre. Ich glaube eher, dass es dann die Forschungszeit verringert. Oh, Command Point, oder? Ach nee, das ist für. Ja, hier für Dinger. Es wäre vielleicht auch hilfreich, einfach, wie heißt es? Von den Curry-Klassen zu holen. Mal ganz ehrlich, ich finde es so schrecklich. Wie kann man ein Schiff so nennen? So, reicht auch für zwei. Aber jeder von denen kann zwei Geschwader tragen. Und Geschwader sind eigentlich ziemlich gut bei der Föderation. So, die Warp-Upgrades sind abgeschlossen. Das heißt, mehr Spezialfähigkeiten in Zukunft. Und ich werde jetzt erstmal Pulsphaser upgraden.
Schilde sehen soweit gut aus. Ich sollte vielleicht mal die Panzerung ein bisschen. Ganz echt, die kriege ich jetzt so billig, dass ich hier schon mal die ersten zwei Tiers von beiden hier direkt locker holen kann. Also erhöhte Höhenpunkte und verbesserte Panzerung, was bedeutet weniger Schaden. Und wie gesagt, ich sollte wirklich anfangen, eine Flotte auszuheben. Jetzt ernsthaft? Als ob das wirklich jetzt auch die restlichen Sachen noch freigeschaltet hat. Das ist so overpowered. Leute, das ist overpowered. Man kann sagen, was man will. Frachter verbessern. Lithium kriege ich so schnell, dass ich das nicht einkaufen werde. Aber wenn meine Frachter besser sind, kriege ich auch mehr Geld. So, sollte ich zumindest, der Logik her halt. Boah, das Kopf geht auf die Klingonen. Also ich glaube, die Romulaner sind wirklich. Die wollen nicht selber Krieg führen. Die wollen einfach nur, dass die Piraten die Drecksarbeit machen. Ich habe ich jetzt, würde es sich lohnen, da drüben hin zu expandieren und sich hier drüben den Planeten zu holen, aber ich glaube, das wird schwierig. Weil ich halt viele Planeten habe, die ich wirklich direkt verteidigen muss, weil die direkt an der Frontlinie liegen. Ich schicke mal meinen Scout hier hin und guck mal, ob die irgendwem gehören. Das hier hätte ich. Warum habe ich das hier eigentlich noch nicht? Das hier ist für Kultur, das benötigt kein Mensch. Ich zumindest nicht. Das hier ist von Star Trek Online geklaut, das Bild. Und ich glaube, das hier auch. Und was noch? Hier, das Schildding. Das hier ist geklaut. Bei dem hier bin ich mir nicht sicher. Das hier ist definitiv geklaut. Das hier ist geklaut. Das hier. Die hier. Also, ich habe schon eine Menge geklaut. Aber es ist mir egal, weil es dadurch wenigstens gut aussieht. Besser gut geklaut als schlecht erfunden. Weil gerade die Borg haben das Problem, dass viele von den Sachen noch aussehen, halt Platzhaltertexturen haben im Forschungsbau. Und das haben die auch mit dem Update noch nicht geändert, so viel ich weiß, haben die zumindest gesagt. Und das macht es ein bisschen blöd, die zu spielen, finde ich. Oh. Verhöhte Wendigkeit für alles, also für mein Titan und meine Großkampfschiffe. Ja, es wäre vielleicht gut. Inzwischen muss ich 38% meiner Sachen direkt als Steuer für meine Flotte abgeben. Das ist. Ha. Und ich würde sagen, ich brauche hier meine Großkampfschiffwerft. Boah, weil jetzt habe ich gerade 10 Frames pro Sekunde, weil ich auf Geschwindigkeitsstufe 8 bin. Aber dann kann ich wenigstens Ressourcen sammeln und schnell alles bauen. Excelsior-Klasse. Ich verstehe nicht, warum man die noch benutzen will. Die Sovereign-Klasse soll, soviel ich weiß, die Excelsior-Klasse ersetzen. Also verstehe ich nicht, warum man auch investieren würde. Das sollte auch schon komplett erforscht sein. Eigentlich ist es aber nicht. Phoenix-Klasse. Nochmal als Dingens. So, alles erforschen. Alles klar, dieser Planet gehört den Klingonen. Scheiße. Kannst du dich da verpissen? Und mal so ein bisschen gucken, wem diese Planeten gehören. Und ich frage mich, ob es sich lohnen würde, sich diesen Planeten zu krallen. Oder diesen hier, aber das ist nur ein Ding. Andererseits ist da nicht wirklich was. Aber ich müsste, denke ich schon. Außerdem ist da ein Wurmloch daneben. Okay, ich muss mit diesem System krallen. Das geht gar nicht anders.
ready for anything. Wirklich, nein, das geht nicht. Weil sonst da ist ein Wurm noch daneben und hier ist eins. Das ist das, die Klingonen haben wahrscheinlich Zugriff darauf. Und dann kommen die noch durch. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das nicht so geil fände. Warp-Effizienz, nein. Langstrecken-Scan. Hätte ich eigentlich schon längst machen sollen. Riker. Beverly und Picard? What the fuck? Also bis auf Picard ist keiner von den Botschaftern an irgendeinem Punkt. Großkampfschiffe kann ich mir alle nicht leisten. Ach, das ist so frustrierend, wenn man permanent kein Geld hat. Ich meine, ich kenne das, aber... Oh, jetzt sind gerade die Romulaner ein bisschen mit... Jetzt müssen die ein bisschen mit Piraten kämpfen, weil die Klingonen offenbar auch ein Kopfgeld ausgesetzt haben. Und ich werde komplett in Ruhe gelassen. Ich finde das großartig. Ich ist mir lieber, als wenn sich beide verbünden würden. Oh, guckt euch das an. Overkill. Abgesehen davon verfehlt das überhaupt nicht. Aber ich glaube, es zählt trotzdem. Research complete.